Das ist so doof, dass man darüber weint, weil man sich so freut über ein Haus, wenn jeder was hat, sie dann ja. Die meisten Leute in ihren 20ern, die ich kenne, können sich gerade so die Miete für ihre Wohnung leisten. Nathalie und Toni, die sind 25 und bauen sich direkt ihr erstes eigenes Traumhaus. Entweder sind wir naiv, dass wir denken, wir trennen uns nicht oder so, aber ich baue kein Haus, wenn ich mir nicht sicher bin, dass das hält. Ich besuche sie später auf der Baustelle und möchte herausfinden, lohnt sich der Stress? Eure Fragen habe ich natürlich auch mit dabei. Herzlich willkommen bei Follow Me Reports. Hallo. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Kommt rein. Wie geht's dir? Gut. Ich sehe auch schon die ersten Kartons. Ja. Oder? Ein bisschen chaotisch schon. Warum zieht ihr um? Weil sich das so für uns ergeben hat und wir eben gerne ein bisschen weiter aus der Stadt raus wollen und einfach mega Glück hatten mit den ganzen Umständen und das so realisieren können. Okay, und du sagst uns, das heißt du und dein Freund, beziehungsweise dein Ehemann sogar, genau, oder? Genau. Okay. Wie lange seid ihr schon verheiratet? Fast 2 Jahre jetzt. Oh. Unser Wohnzimmer. Wie viele Zimmer habt ihr hier jetzt gerade? 2. Wir gehen ja jetzt gleich auf die Baustelle. Genau. Was ist da so heute geplant alles? Wir wollen auf jeden Fall weiter streichen. Das machen wir komplett selbst. Haben wir auch schon angefangen. Und dann wollen wir schon mal vielleicht in ein Zimmer Boden verlegen. Und wir treffen jetzt gleich auch noch deinen Mann, ja, oder? Okay. Genau. Der ist schon auf der Baustelle. Der ist schon fleißig. Würdest du sagen, du bist eher Landmensch oder eher Stadtmensch? Land, definitiv. Warum? Weil es einfach ruhiger ist. Man hat so ein Safe Place, irgendwie nicht so viele Leute um sich rum, das ist einfach nicht meins. Wenn du jetzt nicht so auf Baustellen unterwegs bist wie aktuell, was machst du dann sonst so in deinem Leben? Ich studiere gerade und ansonsten gehe ich ja nebenbei auch noch arbeiten, um ein bisschen was dazu zu verdienen. Wir fahren ja jetzt gerade mit unserem Produktionsauto, weil dein Mann ist auf der Baustelle und der hat euer Auto, oder wie war das? Genau. Das heißt aber auch, ohne Auto geht es eigentlich ist nicht. Ja, es ist schlecht ohne Auto. Das wäre für mich zum Beispiel schwierig. Wie schaut es da eigentlich so mit Infrastruktur aus? Also gibt es da Verkehrsanbindungen zum Beispiel? Da, wo wir jetzt nachher hinziehen, da ist auch mit Internet eher schlecht. Und es fährt ein Schulbus. Ansonsten kann man halt ein paar Orte weiterfahren. Da kann man wahrscheinlich mit Fahrrad machen und dann mit der Bahn fahren. Ist aber auch nicht immer so das Verlässlichste. Habt ihr euch auch überlegt, ein Haus irgendwo näher an der Stadt zu bauen oder zu kaufen? Das wäre natürlich optimal gewesen, gerade durch die Anfahrtswege. Aber es ist natürlich auch utopisch teuer. Das ist schon die Baustelle. Ich mag die Hausfarbe schon mal sehr. Hallo, Valeria. Hi. Genau. Schwiegervater. Ach, Sie sind der Schwiegervater. Sie arbeiten hier auch schon seit Beginn wahrscheinlich mit. Vielleicht kannst du mir noch mal sagen, wann genau wollt ihr jetzt noch mal einziehen? Also wir haben die Wohnung zu Ende April gekündigt, aber so Mitte April können wir, denke ich, schon realistisch anpeilen. Und wie realistisch ist da der Plan gerade? Schaut gut aus? Wenn die Fliesenleger mal langsam fertig werden, ja. Okay. Hi, ich bin die Valeria. Schön, dich kennenzulernen. Ihr seid hier schon mitten am Machen. Ja, sicher. Also wir bauen ja jetzt schon länger, ne? Also jetzt ist so langsam die Endphase. Heute sind sehr viele Leute hier auf der Baustelle, auch viele Kinder, die wir aber bewusst heute rauslassen werden. Was steht heute alles auf der To-Do-Liste? Wände malen und ja, dann würden wir dementsprechend die ersten Kinderzimmer mit Vinyl verkleiden. Kinderzimmer heißt zukünftiges Kinderzimmer? Ja, ich will nicht im Nachhinein anbauen, wenn ich dann feststelle, ich möchte Kinder haben. Also das sollte man schon im Vorhinein überdenken. Katzenzimmer dann vielleicht. Genau. Wo genau sind wir denn jetzt gerade? Das ist die Küche, wie man es... Ich stehe jetzt am Herd quasi. Genau, und dann haben wir einen offenen Küchen-Essbereich und dann geht es auch direkt rüber ins Wohnzimmer. Wir haben es auch schon so geplant, wie wir dann unsere Möbel nachher hinstellen. Das ist, glaube ich, auch essentiell. Wie viele Zimmer habt ihr dann insgesamt? Wir haben 5 Zimmer. Also in diesem großen Bereich noch einen Arbeitsbereich und oben eben die Schlafzimmer bzw. dann später Kinderzimmer. Wie lange baut ihr schon an dem Haus mit allem drum und dran? Geplant haben wir im Oktober 21. Da haben wir den Hausbauvertrag unterschrieben. Dann einen Monat später kam gleich die Architektin. Und mit der Bodenplatte ging es dann im April endlich los, also dass wir jetzt quasi ein Jahr dann rum haben. Was ich auch krass finde, ist, dass ihr jetzt schon so ganz viele Zukunftsentscheidungen treffen müsst. Wie findet ihr das? Man muss natürlich schauen, was ist mir jetzt wichtig, was sind jetzt meine Bedürfnisse. Also wir haben auch so geplant, dass wir im Endeffekt, wenn wir alt sind und die Treppe nicht mehr hinaufkommen, einfach komplett nach unten ziehen könnten. Sollen wir mal hochschauen und uns den Rest anschauen? Die Wände müssen hier gestrichen werden. Ja. Genau. Das Zimmer müsste heute fertig werden. Das muss heute fertig werden? Ja. Okay. Dann muss ich auf irgendwas achten. Ich muss wahrscheinlich einmal hier so... Genau, ein bisschen abrollen. Wann kamt ihr denn eigentlich auf die Idee, selbst ein Haus zu bauen? Für uns war das sowieso von vornherein klar, dass wir irgendwann ein eigenes Haus haben wollen und Garten. Wieso habt ihr dann nicht gekauft, sondern eben für euch fürs Bauen entschieden? Es ist nicht so leicht,
ein Haus zu finden, was leerstehend ist. Und vor allem spielt der Preis ja auch eine Rolle. Wenn ich mir ein bestehendes Haus kaufe, dann habe ich ja trotzdem eventuell Maklerkosten. Ich habe Notarkosten und die Grundsteuer. Und das orientiert sich ja alles prozentual an dem, was das Haus generell kostet. Die Häuser sind nicht so effizient gebaut, dass sie die Wärme gut einbehalten, wie jetzt beim Neubau. Was war so das Erste, was ihr dann gemacht habt, quasi, nachdem ihr das Go bekommen habt? Den Bauvertrag, das alles aufsetzen. Und gleichzeitig hat sich damit ein Finanzierer mit uns hingesetzt von der Baufirma, der natürlich das mit dem Kredit alles überprüft hat. Die ganzen Voraussetzungen, Lebensversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung, was alles notwendig ist dafür. Und gleichzeitig haben wir dann uns mit der Architektin schon zusammengesetzt und letztendlich den Vertrag dann unterschrieben. Also ich muss sagen, ich finde es sehr meditativ. Es macht mir sehr viel Spaß, aber es wird langsam anstrengend. Gab es in diesem ganzen Prozess irgendeinen Moment, wo du dann Zweifel hattest an dem, was ihr vorhabt? Ich glaube, Zweifel bei mir nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei Toni ist. Ja, Zweifel? Keine. Weil ich weiß, dass auch meine Eltern immer dabei sind, mir zur Not die Hand reichen, mich unterstützen. Habt ihr eure Freunde auch mal für Hilfe, um Hilfe gebeten? Gebeten, ja. Haben sie immer Nein gesagt? Na, sie verplanen ja meistens die Wochenenden schon vorher, aber es ist ja nicht so, dass wir hier nicht jeden Tag was zu tun hätten. Ne? Und ich möchte auch nicht ständig immer nur fragen und ein Nein hören. Ne? Das ist dann auch irgendwann... Ja. Ich glaube, für uns wäre das auch selbstverständlich, wenn jemand unsere Hilfe bräuchte, dass wir sagen, ey, brauchst du Hilfe? Wir sind da, wir machen das. So sind wir einfach total als Menschen. Und das ist dann natürlich auch ein Prozess, ein bisschen enttäuschend zu sehen, wenn das nicht von anderen Menschen kommt. Aber damit muss man sich dann arrangieren und wir kriegen es auch so hin. Gab es irgendwelche Hürden beim Hausbau? Ja, die Heizung kam zu spät. Dann hat sich die Baufirma doch entschieden, den Estrich vor die Heizung zu gießen. Und damit konnte der Boden nicht trocknen. Also der Bau stand richtig nass. Jetzt haben wir dann vor einem Monat dann festgestellt, dass Schimmel an den Regelsplatten ist. Oh. Und dann haben wir uns dann kurzerhand entschlossen, den ganzen Trockenbau neu zu machen. Mhm. Weil ich nicht in einem Haus leben möchte, vielleicht 30, 40 Jahre, mit dem Wissen, dass hier Schimmel sein könnte. Sowas geht dann aber auch ins Geld, oder? Mag man meinen, die Arbeitskraft dahinter. Die dürfte ins Geld gehen, aber wir haben halt die Verwandtschaft, die dann da eben hilft und ja, die dann auch ihre Wochenenden geopfert haben. Haben wir da doch noch relativ viel Glück gehabt. Würdet ihr sagen, ihr seid handwerklich begabt? Also auf einer Skala von 0 bis 10, ich vielleicht so eine minus 3. Von Anfang an nein, aber das kommt mit der Zeit. Ich hoffe mal, dass wir später aus dem Hausbau mit unseren Erfahrungen rausgehen, dass wir auch unseren Kindern irgendwann helfen können und dann sagen, okay, das wird so und so gemacht. Nathalie und Toni machen auf mich einen bisher sehr entspannten Eindruck, aber vor allen Dingen einen sehr gefestigten. Also die wissen ganz genau, was sie wollen. Ich persönlich weiß auch, dass ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann, hier in so einem Dorf zu leben, zum Beispiel mein eigenes Haus zu bauen. Vor allen Dingen, weil ich auch nicht weiß, wie man sich das überhaupt leisten kann. Das möchte ich auf jeden Fall noch herausfinden. Aber wie schaut es bei euch aus? Könnt ihr euch vorstellen, in euren eigenen vier Wänden zu leben? Dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. So sah das Grundstück aus, als noch nichts drauf war. Das war das Grundstück, in das ihr euch quasi verliebt habt, oder? Genau, so richtig grün und saftig. Und hier wurden dann schon die ersten Steine geliefert. Und dann, ja, ganz aufregend, als das Dach dann langsam gestellt wurde. Jetzt wird es langsam genau, ein Haus. Genau, jetzt wird es immer hausiger mit dem Richtfest dann dazu. Was ist ein Richtfest? Richtfest ist das, was ja, gefeiert wird, wenn der Dachstuhl gerichtet ist. Also bevor die Dachziegel dann nachher im Endeffekt draufkommen und dieses Holzgerüst quasi steht. Und das ist normalerweise üblich, dass man auch die ganzen Handwerker dazu mit einlädt und einfach ein kleines Dankeschön ausspricht. Und ansonsten hatten wir auch Nachbarn hier und ja, ein paar Freunde auch noch. Und das war dann echt ein schöner Nachmittag. So wird unsere Treppe aussehen. Das wird auch nochmal, da hatte ich auch genaue Vorstellungen, wie es aussehen soll. Das wird nochmal spannend. Hättest du dir vorstellen können, dass du dich so vor 5 Jahren über sowas wie eine Treppe in deinem eigenen Haus freust? Absolut nicht. So surreal. Und man lernt auch so viele kleine Sachen zu schätzen. Und das dann, wenn man die Sachen aussucht, bemustert und dann schon vielleicht vergisst, wie die aussehen. Und das jetzt auch für die Fliesen dann sieht, wie es in Aktion ist. Das ist jedes Mal einfach pure Freude. Hast du überhaupt erwartet, dass das irgendwann mal Realität für dich sein wird? Nee. Ich stand auch am Wochenende hier auf dem Flur oben, habe geguckt, wie die Wände weiß werden und wir hätten schon wieder die Tränen laufen können. Können jetzt schon wieder. Oh, das ist okay. Das kann ich auch. Weil ich mich einfach so freue. Glaubst du, das hat sich so ein bisschen was angestaut? Ja, also die Freude ist groß. Mhm. Man spürt es auf jeden Fall. Ja. Man spürt es auf jeden Fall sehr. Das ist so doof, dass man darüber weint, weil man sich so freut über ein Haus. Wenn ich dachte, was hat sie denn jetzt? Also ich finde es irgendwie total schön.
Du freust dich auch, oder? Dass ja, bald ja. soweit ist. Ja, sicher. Dieser gemeinsame Weg mit meiner Frau an der Seite ist ja, das Schönste, was man haben kann. Ja. Ihr seid so süß. Ihr seid wirklich sehr süß. War das schon immer ein Lebenstraum von dir? Oder kam das erst mit der Zeit? Nee, es war schon irgendwie immer klar. Aber das ist dann doch so schnell funktioniert und ich weiß, dass wir da sehr glücklich und privilegiert sind und bin dafür einfach so endlich dankbar, dass wir das jetzt machen können, auch mit dieser Unterstützung. Und deine Schwiegereltern sind ja auch schon die ganze Zeit am Werkeln drüben und haben den Fußboden ja auch schon fast fertig verlegt. Ja. Und jetzt stoßen wir mal dazu und helfen da auch noch ein bisschen aus. Okay. Ah, okay. Schau, jetzt mache ich hier überall Dreck hin. Ich glaube, man sieht, ich habe noch nie Boden verlegt. Ist es okay, wenn wir jetzt noch mal in den Garten gehen und ihr mir den noch mal zeigt? Können Sie auf die Hilfe noch kurz verzichten? Das heißt, da wird eure Terrasse oder genau. euer und hier auch noch ein Stück. Und hier auch. Und das Grundstück geht auch dann nur bis dahin quasi? Nee, bis zum Zaun da hinten. Das gehört euch auch noch alles? Ja. Wow. Ihr macht das ja auch als Team. Habt ihr in letzter Zeit dann irgendwas über eure Beziehung gelernt? Das, was wir eigentlich schon wussten, wird noch mehr bestätigt, dass wir eben gut als Team funktionieren, Entscheidungen immer zusammentreffen, kompromissbereit sind, wenn es dann welche gibt. Ansonsten sind wir uns bei allen Sachen eigentlich total schnell einig. Ich meine, man sollte auch wissen, wenn man ein Haus baut oder so, dass die Beziehung an sich so stabil sein sollte, dass man ein Haus bauen möchte. Ne? Also wenn es wirklich dann beim Hausbau kracht in der Beziehung, dann war es vielleicht nicht für einen Hausbau gedacht. Du studierst ja noch, Nathalie. Wie ist es so für dich, mitten im Studium so eine große Verantwortung zu haben? Die Verantwortung, klar, trage ich mit. Damit komme ich, glaube ich, gut klar. Es ist natürlich so ein bisschen, dass man sich doch ein bisschen abhängig fühlt von allen drumherum und dass ich mich natürlich auch ein bisschen, naja, dass ich weiß einfach, ich trage gerade ja aktiv nicht so viel da finanziell mit bei. Ich arbeite darauf hin, dass ich das eben kann für unseren gemeinsamen Traum, aber dass es dann trotzdem irgendwie ist, was mache ich denn jetzt eigentlich dafür und auch so ein bisschen Angst habe, dafür verurteilt zu werden, dass ich mich darauf ausruhen würde. Aus der Community kam ganz oft die Frage, wie es überhaupt möglich ist, sich in dem Alter so ein eigenes Grundstück zu finanzieren oder beziehungsweise auch den Hausbau zu finanzieren. Das Grundstück war sehr günstig. Wie viel Geld sprechen wir? Wie viel kostet das so? Ja, können wir offen und ehrlich sagen. Also der Quadratmeter hat jetzt 20 Euro gekostet. Das ist ein sehr guter Preis. Also das wirst du nirgendwo mehr finden. Mhm. Dafür musst du in Kauf nehmen, dass du halt im Umland bist, dass du eben nicht in der Stadt bist. Der Hausbau an sich, sage ich mal, ja, eine Drittelmillion klingt natürlich krass, aber so kann man kalkulieren. Man muss noch mal ein Drittel des Hauspreises wahrscheinlich oben raufpacken für die ganzen Ausbauten innen und außen. Also, die ganzen Hausanschlüsse, ja, also noch dazu. Sehr viele versteckte Kosten auch. Und wenn man jetzt alles addiert, ja. was ist so die Endsumme, die unterm Strich rauskommt? Na, unter einer halben Million auf jeden Fall. Mhm. Wie habt ihr es geschafft, euch das zu finanzieren? Man zahlt ja nicht alles mit Mal, das ist ja klar. Wir haben einen Finanzierer mit der Baufirma an der Seite gehabt, der geguckt hat, was möglich ist, sodass wir beide im Kredit stehen, ich auch. Und der Papa von Toni einfach als Sicherheit für die Bank mit drin steht. Und sobald ich dann eigenes Geld verdiene, wird er dann rausgekickt, dass der Kredit eben nur komplett auf uns läuft. Und wir haben den Kredit bzw. die Raten dann so gewählt, dass immer einer von uns beiden, egal was kommt, das locker auch mit den Zinsen noch gut abbezahlen kann. Aber wir müssen auch sagen, wir hatten ein relativ großes Glück, dass damals noch Corona unser größtes Problem war und die Zinsen noch relativ niedrig waren, sodass wir uns dann auch quasi den Kredit leisten konnten. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Jahre werdet ihr diesen Kredit abbezahlen? Ja, wir haben 35 Jahre angestrebt mit Sondertilgung, dass wir da vielleicht auch früher rauskommen. Gibt es irgendwas, was ihr euch jetzt nicht mehr leistet, weil ihr euch jetzt das Haus baut? Ja, nicht mehr ist die Frage. Ja, wir stecken schon oder wir sind sehr sparsam. Ich hatte jetzt gesagt, wenn ich meinen Arbeitsvertrag habe und das Geld dann nebenbei verdiene, dann werde ich die ersten Gehälter zusammensparen und mir dann den Wunsch nach einem Tattoo zum Beispiel erfüllen, ein relativ großes Projekt. Und dann dachte ich mir so, nee, das ist gerade einfach nicht wichtig. Den Wunsch möchte ich, den habe ich jetzt schon länger. Aber für mich geht alles andere gerade vor und da stelle ich meinen eigenen persönlichen Wunsch zurück. Aus der Community kam oft die Frage, was passiert, falls ihr euch mal trennen solltet? Habt ihr darüber gesprochen? Entweder sind wir naiv, dass wir denken, wir trennen uns nicht oder so, aber Ich baue kein Haus, wenn ich mir nicht sicher bin, dass das hält. Das ist wie immer, man kann nichts im Leben planen, man weiß nie, wie es aussieht. Aber kann mir einfach nicht vorstellen, dass es anders sein könnte. Und ich weiß, wir sind auch so genügsam, dass wir uns
eben kompromissbereit an einen Tisch setzen könnten, wenn das der Fall sein sollte. Genau. Langsam wird es ein bisschen frisch. Wollen wir reingehen und uns anschauen, wie weit der Rest innen gekommen ist? Ja. Es ist quasi fertig, oder? Kann man das sagen? Kann man. Wie findet ihr das jetzt? Das fühlt sich schon mal sehr gut an. Ja, das ist der erste Raum, der fertig ist. Mhm. Würdet ihr sagen, der ganze Stress, die ganze Planung, die ganze Arbeit hat sich gelohnt für das Ergebnis? Also auf jeden Fall für das Gefühl, nachher angekommen zu sein, auf jeden Fall. Ja, das ist einfach überwältigend. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Danke euch auf jeden Fall, dass ihr mir heute den ganzen Tag gezeigt habt, wie ihr leben werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall nur das Beste und lasst euch jetzt einfach mal in Ruhe, damit ihr heute einfach jetzt mal runterkommen könnt. Der Tag heute war so cool, obwohl wir so viel gearbeitet haben. Ich meine, wir haben gestrichen, ich habe zum ersten Mal den Boden verlegt. Und besonders schön fand ich es zu sehen, wie sehr die beiden dem Einzug entgegenfiebern. Und ich habe mich ja am Anfang gefragt, ob sich der Stress lohnt, so ein Eigenheim zu bauen. Und für mich persönlich kann ich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Dafür möchte ich einfach ganz andere Dinge vom Leben. Aber ich bin mir nach dem heutigen Tag sehr, sehr sicher, dass für Toni und Nathalie sich der Stress auf jeden Fall lohnen wird. Wollt ihr auch mal eure eigenen vier Wände? Dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen. Hier kommt ihr zu einem Video von Follow Me Reports mit dem Thema Hochzeit mit 18, große Liebe oder großer Fehler. Und hier kommt ihr zu einem Video aus dem Funknetzwerk von unseren KollegInnen zum Thema Wohnen.